Ja, liebe Freunde, ich bin wieder zurück und ich erkläre nun die nächste Episode, wie es bei mir in meiner Praxis weiterging. Ich hatte gerade im vorherigen Teil erzählt, wie ich einen türkischen jungen Jugendlichen trainierte in meinem Fitnesscenter in Lübeck. Ich hatte drei Fitnesscenter aufgebaut, hatte dort selbst 7 Jahre trainiert, Bodybuilding, Kickboxen, Boxen, all diese ganzen Geschichten. Und ein türkischer Freund kam dann mit 16 Jahren und trainierte dann Kickboxen und wurde immer besser und besser und wurde dann selbst zum Meister. Und er führte mich dann letztlich auch in die Türkei. Es ging darum, ein Projekt zu machen für Berlin und er sagte, ja, das gibt es schon in Ankara, soll ich mal mitkommen? Und dann bin ich mitgekommen nach Ankara zur Tebe Bildkent Holding, eine riesen Holding, die haben 220.000 Häuser gebaut, also eine ganze Stadt gebaut. Und ich durfte dort mit dem Chef direkt sprechen. Und so ist meine Verbindung in die Türkei eigentlich gewachsen. Ich hatte dann verschiedene Dinge organisiert. Ich habe einen deutsch-türkischen Supermarkt aufgebaut in Hamburg am Schulterblatt, beim Fernsehturm. Der lief sehr, sehr gut. Und ich hatte dann auch Produkte aus der Türkei herangeholt für die Coop Schleswig-Holstein. Und eines Tages sagte ich dann, ja, was braucht denn die Türkei? Und man sagte mir, ja, wir könnten Kliniken brauchen. Und ich habe dann Klinikprojektierung gemacht mit einem norwegischen Partner, mit Arne Pettersen, eine 420-Betten-Klinik organisiert in Seferihisar. Und wir hatten 2 Jahre die Projektierung gemacht. Und auf einem Grundstück eines türkischen Eigentümers, der uns das genehmigte, und als wir dann so weit waren, die Klinik zu realisieren, umzusetzen, dann gab es einige Probleme, denn dann kam eine Holding und hat uns das Grundstück vor der Nase weggekauft. Wir wollten dann einige Millionen für das Grundstück haben. Naja, die Klinik wurde letztlich nicht finanziert, aber sie wurde dennoch gebaut, so wie ich hörte, in Kayseri, und zwar vom ehemaligen Präsidenten Gül, der hat diese Klinik übernommen. Und ich hatte dann auch weitere Klinikprojektierungen gemacht mit einer Krebsklinik nach dem Heidelberger Ionstrahl, nach der Ionstrahltechnologie mit einem Projektierer, mit einem deutschen Projektierer. Wir hatten dann auch Verträge mit Abu Dhabi. Auch diese Klinik wurde letztlich nicht finanziert. Da gab es 2 Gründe. Der eine war, die Weltwirtschaftskrise kam dazwischen, und der zweite war, die Lieferfirma, die die Technologie machte, ein deutscher Großkonzern, hatte Probleme mit der Technik. Aber inzwischen haben wir das überstanden. Wir können inzwischen die Technologie neu anbieten mit einem deutschen, Schweizer, kanadischen Konsortium. Und ich bin wieder dabei, das zu organisieren. Und wieder zurückzukommen auf Lübeck. Ich habe in Lübeck sehr viel erlebt. Ich hatte die Bachmeier kennengelernt, die den Mörder ihres Kindes im Gerichtssaal erschossen hat. Ihr Freund, der ihr die Pistole besorgte, der hatte sich bei mir im Fitnesscenter angemeldet, er wollte Fitness machen. Und ich hatte abends mit ihm gesprochen, am nächsten Tag lebte der nicht mehr. Wer weiß, wie der ums Leben gekommen ist. Ich hatte einen Jungen trainiert, den hatte man später verdächtigt, er soll ein Asylantenheim angezündet haben. Ja, man stellt sich das vor, es war das Brandhaus in Lübeck vor 18, 19 Jahren. Da sind 10 Leute ums Leben gekommen. Und man hatte die
die vermutlichen Täter laufen lassen. Denn es waren drei junge Männer aus dem Osten, die hatten Brandspuren an den Händen, waren am Tatort zur Tatzeit, hatten vorher Benzin an der Tankstelle im Kanister gekauft, sind zum Brandhaus gegangen und die haben dann laufen lassen. Man hat gesagt, es wäre der Libanese gewesen, Safran Eid, er wurde auch später freigesprochen, weil er hatte auch sogar seine Mutter verloren, seine Schwester verloren. Also man hat den beschuldigt, er hätte das selbst getan, um abzulenken von anderen Straftaten. Und ich habe sehr viele Dinge erlebt. Ich habe zum Beispiel einen Auftrag erhalten, einen Täter zu suchen, einen ausländischen Täter, der auf Polizisten geschossen hat, einen Drogendealer. Und man stelle sich vor, ich habe den Auftrag bekommen, ich habe den ausgeführt in Hamburg, ich bin bei der Davidswache gewesen, hatte versucht, den Täter ausfindig zu machen. Der sollte zu Gericht vorgeführt werden. Und man hat diesen Täter geschützt, die Geheimdienste schützten damals schon in den 80er Jahren ausländische Drogendealer, die auf Polizisten, auf deutsche Polizisten geschossen haben, die wurden geschützt. Man stellte sich das vor, weil das V-Leute waren. Leute, ich habe so viele Dinge erlebt. Ich könnte wirklich 10 Bücher schreiben. 3 habe ich ja schon geschrieben. Der deutsche Detektiv. Darin steht diese Story von diesem ausländischen Drogendealer. Das wurde natürlich später nicht mehr weitergedruckt nach der zweiten Auflage. Wer das auch immer unterbunden hat, man kann das Buch heute kaufen. Ich habe es gesehen in Gongshina für $217 als gebrauchtes Buch. Komische Sachen. Ich habe das Buch geschrieben, Himmel und Hölle. Sind Muslime die besseren Christen? Ein sehr spannendes Buch. Mir hatte ein Buchhändler geschrieben, das ist das beste Buch, was er je gelesen hat. Und 2 Wochen später hat er geschrieben, dieses Buch gehört verbrannt. Ja, komische Sachen. Und für mich war Lübeck eine Heimat geworden. Hier war mein Standort. Und als dann die Grenze aufging, dann bin ich in den Osten rüber. Einfach auch der Natur wegen. Ich habe dann geholfen, die neuen Plaza SB-Warenhäuser aufzubauen. In Rostock, in Schwerin, in Rathenow. Hier in Lübeck in der Kantstraße und in Bad Oldesloe. Ich habe die ganze Haussicherheit gemacht. Ich habe 500 Detektive ausgebildet. Und ich habe gleich 1990 ein Computerprogramm entwickelt, das die Verluste, das Verlustfrüherkennung schafft. Also nicht Verluste entstehen lassen, nach einem Jahr merken, wir haben ja 1 Million Verlust, sondern nach 1-2 Wochen schon merken, wie Verluste entstehen, dann die Verluste unterbinden. Habe dazu Technologie entwickelt, um die Verluste zu entbinden. Ist guter Gag und freudscher Versprecher. Aber ich habe nie aufgehört, neue Dinge zu entwickeln. Ich habe die Messias-Maschine überarbeitet, die Wasser zu Strom macht. Ich habe die Musik der Bäume entwickelt oder übersetzt. Da bin ich noch lange nicht am Ende, denn man kann die Musik der Bäume auch mit Sicherheit mit Handys mal auslesen und dass sie dann direkt die Kodierung direkt von den Bäumen lesen und gleich in Musik wandeln. Das ist eigentlich mein Plan. Aber vorher ist für mich wichtig, dass Kinder und Jugendliche sich mit Natur befassen, mit Musik befassen. Das ist mein Plan. Und es gibt für mich sehr viele Projekte, die ich noch mache. Ich bin Wie komme ich dazu? Ich mache jetzt World Fashion Art und Musik für China. Ein Projekt, da bin ich durch meine Kontakte nach China dazu gekommen. Ich hatte die Airbus-Unterlagen 2000 nach China geliefert an meinen Freund Klaus Schlappner.
der in China ansässig war und in China Trainer war, Fußballnationaltrainer 9 Jahre, sagte, hast du nicht was für China? Habe ich ihm geliefert. Und ich habe viele Kontakte dadurch mein eigenes Musikprojekt bekommen. Las Vegas sucht den Megastar. Das habe ich gemacht mit Leuten aus Las Vegas, mit Mark Husseby, einem Freund und Partner von Joe Jackson. Joe Jackson hatte hier eine Bar in Berlin gegründet und wusste nicht so recht, was damit anzufangen. Da habe ich gesagt, dann machen wir ein Musikprojekt und machen die Organisation mit Las Vegas zusammen. Und das Projekt wurde durchgeführt, von mir entwickelt. Es ist mein Projekt. Ich habe die erste Staffel in Berlin gemacht. Es wurde dann unterbrochen, als Checo starb. Dann konnte man das nicht weiterführen. Aber ich habe natürlich unendlich viele Kontakte in die Musikbranche bekommen, zu vielen Künstlern. Und ich bin sehr offen in viele Richtungen. Ich habe in Lübeck die Malerei gelernt bei Lothar Malskat. Lothar Malskat war ein genialer Fälscher. Er hat in der Marienkirche die Kirchenmalerei gefälscht und es war grandios, wie er das geschafft hat. Bei ihm, ich habe ihn kennengelernt, weil er mir Aufträge erteilt hat im Detektivbereich. Es ging darum, eine Freundin vor Zuhältern zu schützen, also nicht seine Freundin, sondern die Tochter eines Freundes. Und wir konnten ihm da sehr helfen. Und eines Tages hatte er aber einen Schlaganfall, konnte sich nicht mehr melden. Er hatte mir einen Auftrag erteilen wollen zur Bewachung seiner Frau, weil er nach Schweden fuhr, um dort Kirchenmalerei zu machen. Er hatte mir den Auftrag nicht erteilt. Und als er dann zurückkam, war seine Frau ermordet. Ich habe noch einen seiner letzten Briefe, den er mit der linken Hand geschrieben hat. Er sagt, er hat eine sehr wichtige Aufgabe für mich, den Täter zu ermitteln. Und er kennt sogar den Täter. Er hat mir auch gesagt, wen er als Täter vermutet. Aber in dieser Sache wird natürlich auch nie was ermittelt. Es gibt viele Dinge, die im Geheimen bleiben. Und ich habe aber hinter viele Kulissen sehen dürfen, habe viele Dinge erkennen dürfen und kann auch nicht über alles sprechen, denn ich bin ja nicht lebensblind. Ich hatte einen Partner, der auch bei dem Geheimdienst gearbeitet hat. Den haben sie dann mal, ich sagte dann einer Freundin, ich arbeite mit dem und jenem zusammen. Dann sagten die, lass uns den mal erstmal überprüfen. Dann gab ich die Daten, dann haben sie den überprüft. Das ging eben irgendwie über eine Freimaurerschiene. Und dann sagten die, der ist zur Liquidation ausgeschrieben.